Also, man hat sich lange Zeit daran gewöhnt, dass es eben nur Ost-Berlin gibt und West-Berlin. Ich kam aber aus Süd, also neuerdings kann man auch noch sagen Süd-Berlin und Nord-Berlin. Damals, also wie gesagt, musste ich mehrmals an dieser Strecke vorbei, um zu meinen Verlagen zu kommen in der Innenstadt. Ich hatte mir durch die lange Zeit der Existenz dieser Mauer abgewöhnt, überhaupt dahin zu schauen, denn wenn man stehen blieb oder anhalten hätte wollen oder müssen, war man verdächtig, irgendeine kriminelle Sache in Vorbereitung zu haben. Und diese Strecke wurde sehr bewacht, auch weil es die Protokollstrecke der Regierung war mit ihren Gästen. Und sie wurde auch immer schön grau, dieses militärische Grau, sehr schön immer restauriert. Mehrere Farbschichten sind also drauf gewesen. Nun ja, als dann im November 89 die Grenze geöffnet wurde, beziehungsweise man anfassen durfte, dann habe ich das also auch gemacht. Und als dann auch noch daran gemalt werden durfte, beziehungsweise wir haben das dann, mehrere Künstler haben das dann also gemacht, da bin ich doch sehr erschrocken über das Monument, weil mit meiner 2 Meter Malerleiter kam ich nicht mal bis zum Gipfel, also um nach drüben zu schauen. Ja, so ist dann. Und mir ist dann die Idee gekommen, diesen Brief, den ich aus Leningrad erhielt, von einem alten Künstlerkollegen, unbedingt mit dort zu deponieren oder festzumachen, weil er schrieb, Perestroika in DDR ging vor in 8 Tagen. Also man hat sich im Ausland auch sehr verwundert bzw. gefreut, denn es leitet eine neue Zeit ein, in dem die deutsche Grenze fiel, war eine neue Zeit für Europa auch, also für Russland auch. Und der eigentliche oder Mitorganisator der ganzen Sache ist ja dieser berühmte Satz von Gorbatschow. Also wer nicht mit dem Leben zurechtkommt oder nee, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und als dann 89 man die Grenze passieren durfte, bin ich also auch dahin, um einfach mal anzufassen. Als ich dann auch noch das Bild malen durfte, mit meiner 2 Meter Leiter, ist mir erst klar geworden, wie gewaltig dieses Bauwerk eigentlich ist. Denn mit meiner 2 Meter Leiter kam ich fast nicht über den Gipfel, also hinüber zu schauen. Wie gesagt, als dann die Möglichkeit war, sie anzufassen, diese Mauer, bin ich natürlich auch sehr erschrocken, wie hoch sie eigentlich war. Und als ich dann gemalt habe mit der Leiter, mit einer 2 Meter Leiter, habe ich sie fast nicht bis zur Krone erreicht. Also drüber schauen war mit einer 2 Meter langen Leiter so gut wie aussichtslos.